Ach, das ist ja Grundzeit. Die Abstand. 14. 14? Okay, top. Halt uns aktuell ziemlich ähnlich. Ich würde mich wohlfühlen, wenn wir ein bisschen wegkommen würden. Jetzt haben wir wieder 4 View. Hallo an alle 4 Viewer. Schreibt doch mal ein bisschen. Ich würde euch fuck gerade getehen. Aber bist du auch ein Viewer? Ja, klar, ich view doch. Gewisserweise ja. Gut. Ich bin auf der Strecke geblieben. Japanisch oder Chinesisch. Irgendwas mit GT5. Also der Anfang sieht mir Chinesisch aus, danach aber Japanisch. Hast du mal Übersetzer? Sieht mir nach einem Mix aus beidem. Ich hätte nur Chinesisch, die Zeichen erkenne ich so halb, aber Japanisch keine Ahnung. Ich weiß, dass die geschwungen sind. Nice gerettet, für meine Verhältnisse. Überhaupt nicht. Für deine Verhältnisse? Nee. Also ich denke, eine Sache können wir schon mal sicher sagen. Das Setup, was wir letztes hatten. Was ich relativ blind von Kahn übernommen habe, war shit. Keine Ahnung. Also unsere Bestzeit hier ist auf jeden Fall schon mal besser. Ich glaube, Kano hatte auch eine 38 oder so. Ich kann nicht die Minimalzeit in der Tabelle nachgucken, das ist ein bisschen scheiße. Ich glaube, es war auch eine 35, das war mit Abkürzung, glaube ich. Ja, genau, das wollte ich auch noch ergänzen. War halt mit gerade durch. Und waren relativ viele über 8 Runden, weil wenn hier im Endeffekt hauptsächlich die Boxenrunden über 8 sind. Mit 10 oder so. Ja. Ungefähr bei Treibstoff und Treibverbrauch höher. 17. Ich weiß gar nicht, woran das lag, dass wir 17 Minuten gefahren sind. Vielleicht an den 80 km/h. Ihr habt einen Kaffee und ihr ist hier drauf, ganz klar. Wir wollen den anderen auch eine Chance geben. Alles andere wäre nicht fair gewesen. Hier sind meine Runden. 2 Zehner, der Rest ist drunter. Keine unter 9. Aber ich hatte, meine ich, in dieser Probe oder so eine unter 9. Weiß ich nicht. Irgendwo hatte ich. Ja, vielen Dank, Mr. Ekim 80. Wir versuchen durchzuhalten. Bei ihm im Boston ist gerade 22:30 Uhr. Ja. Hier bei uns ist es 4:30 Uhr. Wir sind alle sehr müde. Nein, niemals. Oh. Dann bin nur ich sehr müde. Das trifft es eher. Und die zwei Leute, die gerade schlafen. Trink dir eine Mate.
Ups. Danach fährst du in eine Box, ne? Oh, mal schauen. Jetzt eine 5 gefallen. Offensichtlich treffen wir schlechten Reifen das Karussell. Hast du denn das neueste Kommentar gesehen? Nee, aber ich hab mitgekriegt, dass wir einen Kommentar haben. Ja. Cool. Finde ich. Cool. Finde ich cool. Ich glaube, dass sie auch reinkommen. Ja, wir targeten jetzt natürlich auch sämtliche deutschsprachige Bevölkerung in den USA. Also auch beziehungsweise langsam auch Asien. Hast du überhaupt auch jetzt ohne immer im Spruch? Muss eigentlich auch jetzt irgendwas ziehen. Genau, soll ich hier sein. Und ich schläfe unten ein. Hört ihr die Vogelgesänge im Hintergrund? Der Frühling macht was ähnlich. Ein neuer Tag bricht an, draußen ist es schon viel heller als hier im Spiel. Ich mag mich gerade nicht unter der Nacht suchen. Ich denke, dass es richtig frisch geworden ist. Gehabt. 78 war ich wohl nicht. Wie warm ist es bei euch in Boston? Ja, ich hab im GT5 habe ich so alle auf Gold. Aber in GT4 gab es ja nicht mal Tag-Nacht-Wechsel. Aber in GT4 konnte man die KI übernehmen lassen. Dann konnte man einfach in die Box fahren und sagen, ey yo, KI, jetzt gerade noch. Und dann ist die KI einfach gefahren, bis du wieder gesagt hast, ja, jetzt möchte ich gerne. Oh, ich hab GT4 gar nicht so weit gespielt. Schon ganz cool eigentlich, diese Mischung aus A und B's Welt. Ja, gerade wenn du wirklich jemanden auftreiben kannst, damit machen will. Ich erfinde eine neue Linie. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es ist kalt und regnerisch in Boston. Oh. Das ist natürlich nicht so schön.
Es hat immer noch Regen, dann ist es hervorragend. Da sind sie da weg. Wir sind da noch nicht in der Mitte. Ja, da noch 2-0. Nein, nicht ganz. Ja, da bringt ihr noch einen interessanten Punkt an. Bezüglich GT4 KI fahren lassen. Sagt er, aber die KI war so blöd, dass sie immer gegen die Wand gefahren ist und hängen geblieben ist. Dann schaut man nach 30 Minuten rein und ist auf einmal 2 Runden hinten. Also die wir selbst fahren. Ja, das stimmt natürlich. Das konnte durchaus mal passieren. Zu wenig gewendet. So, nicht losgelassen. Wenn ich immer viel Zeit habe, mache ich vielleicht mal GT4 wieder. Kennst du G27 oder PS2? Ja, müsste. Verpasst. Thank you.
Ja. Die Presse war zu früh an, die. Hier ist ein Melvin, der einfach schreiben schon. Du bist auch nur 8,35 gefunden, Leute. Ja, das kann sein. Ach so. Ja, aber der 8,35 ist jetzt immer noch weiter weg von der 7 als von den Zeiten, die wir sonst hier waren. Die alte 8er aufgeschrieben mit der 8,5. Ich dachte gerade irgendwie für Sekunden, dass durch das Ziel gefahren ist. Okay. Ja, ein bisschen hart drüber. Oh, allein 24 Stunden. Das ist heftig. Hast du gelesen? Ja. Ich brauch schon drauf gar nicht mehr. Vielen Dank. Ich kann gar nichts mehr. Außer meine persönliche Meinung, ne? Ich als erfahrener GT-Spieler, ich will ja dabei sein. GT0. So viele Spielstunden hast du auch. Was hältst du denn davon, wenn Chris nach der Vulkane vorbeifällt? Ist für euch der Vogel gezwitzelt. Ja, genau. Der Morgen erwacht langsam. Das hört man an den Vögeln draußen. Das sind keine Haustiere oder so, das sind draußen Vögel. Echte in der Natur Vögel. Stimmt, denn gehaltene Vögel sind keine echten Vögel. Ja, Chris kommt ja eh fast bei Kane vorbei, wenn er nach Hause fährt. Er hat ja sein bisschen durch die Stadt fahren. Kann ich, wenn ich will. Aber ja, das Vögel. Einfach nur mal ein Reaction-Video. It's just ich bin jetzt hier bei Kane, ich schau jetzt mal an. Ja, komm, bitte mach das und schick uns das. Was du aufschreiben kannst. Lischpik. Ich meine, da frage ich mich halt auch immer, du kommst in einen offensichtlich nicht, wo ich mich entscheiden würde, du kommst in einen offensichtlich nicht japanisch- oder chinesischsprachigen Stream, der auch nicht Englisch ist. Warum schreibst du dann trotzdem in deiner eigenen Sprache? Das muss man doch selbst irgendwie... Okay, wir haben Kevin und so. Oh! Naja, das ist... Die Atmosphäre von der Erde ist auch eine Art Käfig. Der Käfig fährt mit im Auto. So ein Großmembran-Mikro nimmt halt relativ viel Umgebung mit. Und man hört die Vögel auch generell relativ laut. Es ist manchmal schon nervig. Nächstes Mal bringe ich mal eins mit. Eins hier, eins da. Und dann ist das nur auf kleine Radios stecken. Stereo. Stereo. Okay, auf Google übersetzen. Okay. You can try. Jetzt ist das Katsunori Yamauchi himself.
Hi, Cass. Wo ist Translator Son? Ja. Boah, das wäre so cool, ja. So nice, dass ihr noch GT 24 Stunden dran macht. Ich glaube, du hast gerade eine ziemlich gute Runde, kann das? Sag's nicht, sag's nicht. Du verfluchst es nur. Das ist ja auf jeden Fall ganz okay. Warum bist du jetzt schon so weit, dass du dir die Zeiten bei Blau merkst? Ja, nee, 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 auch vorher schon und nachher an bestimmten Punkten. Hat man halt so ein Gefühl. Danke, wofür? Ich schreibe mal, wofür aus. Boah. Oh Gott. Wie wichtig ist das, weißt du? Wo hast du eigentlich deinen Dash-Charger? Hier. Ja. Oh. 43%. Das ist noch gut. Für euren Flugmodus. Ja, wenn du brauchst, auch vorher Bescheid. Nicht oh, nee, die Steckdosenleiste anmachen. Bin ich gar nicht. Nein, nein, ich habe gar keinen dabei. Ich könnte auch im Auto ein USB auf USB-C rufen, aber... Ich hab meinen doch da. Ja, nein, nein, ich meine... Check, check. Die Frage ist doch... Die Frage ist doch, wie wird Equin in einer Stunde Item aus seinem Bett prügeln? Wirklich. Aber vielen Dank, Mr. Equin80. Ja, wir hoffen, dass er gut durchs Ziel kommt. Der Lauf wirklich geht uns. Ja, dann eine geruhsame Nacht. Wir hoffen, wir sehen dich dann wieder beim Zieleinlauf. Ich muss jetzt Englisch reinsprechen. Ich hoffe, er wartet nur noch an der Ziellinie, ja. Die es nicht gibt. Und stoppt er dann einfach. Was? Ja, oder? Oder musst du am Ende noch ins Ziel fahren? Du musst ins Ziel fahren? So, ich dachte, du wolltest... 24 Minuten... 24 Minuten... Achso, okay. Jetzt hast du es verraten. Wenn das 24 Stunden bricht, dann soll ich mich einfach haben. So. 24 Stunden, dann zu Ende fahren. Dann passt das. Hab ich gesagt, das ist gut. Ich hab's. Ich hab gesagt. Ein leises Zeit. Ja, ja. Persönliche Bestleistung, oder? Ja. Was für ein Ding. Nice. Ah, sorry, ich muss gerade die Klappe halten. Ich hab's konzentriert. Bitte los. Sehr gut. Ja. Was gesagt werden will, ist doch ganz klar, ne? Ja. Ja. Sind wir schläfrig? So. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber es geht eigentlich. Also ich hab, aktuell geht's auch bei mir wieder. Wenn ich mich ein bisschen länger hinhauen würde, dann würde ich auf jeden Fall auch einpennen. Könnte ich jetzt auch machen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine Stunde schlafe und dann aufstehe, bin ich noch weniger in der Lage zu fahren, als wenn ich jetzt mache. Ja. Und da Regulus auch nur zwei oder maximal drei Stints am Stück machen will und dann wechseln, würde ich auch nachher nicht zukommen. Ich dreimal teils in den Satz gestoppt. Ich kann doch auch noch ein bisschen. Der Satz ist so schlecht, ne?
Was ist das denn für ein Satz? Das ist so wild. Okay, Chris, Deutsch Engine funktioniert nicht mehr. Ja, wir sind teils müde, teils mehr, teils weniger. Das erinnert mich an den einen Satz aus Adrians Bachelorarbeit. Das Spiel ist in zwei Teile unterteilt. Nach dem Tutorial kommt der Spieler. Oh, mach mal irgendwie, mach mal heute nicht so. Oh mein Gott. Ich weiß auch, was du meinst, ich weiß nicht den genauen Wortlaut. Die Bachelorarbeit. Die habe ich in der Tat auch nicht mehr. Hast du sie noch? Ich könnte die im Downloads-Ordner haben, aber den kann ich ja von hier aus nicht accessen, weil ich VNC-Server noch nicht drauf. Kann ich das noch nicht aufbauen. Na, der Satz war auf jeden Fall, also das waren zwei Sätze, war so grob. Das Spiel unterteilt sich in zwei Teile. Nach dem ersten Teil kommt der zweite. Sehr guter Satz. Das Problem ist halt, dass in jedem Kapitel, bevor man ein Subkapitel machen kann, erstmal ein Text stehen muss. Das war das eine mit den folgenden Kapiteln werden eingegangen auf. Das ist auf jeden Fall, was war das? Das war das so, letzte Runde gut oder die Kack? Also so schlecht ist es, ist wie die eine davor, wobei die davor war. Ich kann nichts. Die davor war die Boxenausfall. Ja, ich meinte die davor. Was geht eigentlich? Aber mit der letzten Runde hast du echt die Distanzzeit aber auch ordentlich hochgepusht. Sehr, sehr gut. Wieso kann Excel den Durchschnitt von Zeitangaben berechnen, aber nicht das Minimum? Das geht doch nicht. Das ist recht, das geht nicht. Frag mich nicht. Ich bin nicht Mr. Excel. Sie sind hier Mutti? Die habe ich mehr. Na klar. Ich formatiere jetzt alle. Ja, ich formatiere euch. Knock yourself out. Gib dir die volle Dröhnung mit der Formatierung. Oh. Ich muss jetzt aber gerade aufpassen. Aber hör auf jede Seite einen hässlichen Header zu packen. Das macht der automatisch. Warum? Denn los? Habe ich halt auch in Game Architecture so von erzählt, dass wir halt fürs Bugs auch ein Game Design Dokument hatten. Und da wollte ich das halt als Beispiel öffnen. Ja, hier, das ist auch irgend so ein Template. Und wo man dann sagt, ja, wir können auch das benutzen. Nein. Ja, das ist viel zu umfangreich. Hat der irgendjemand von dem das Projekt da gemacht? Nee, ich glaube nicht. Robin hat halt schon mal Game Architecture gehört. Naja, das habe ich auch schon mal. Forschungs Projekt? Auch noch keine. Weiß ich nicht. Ja. Boah, das könnte halt auch nächstes Semester dann so nice werden mit zwei Dingen nochmal dran lassen. Und dann auch die ersten Dinge beim Kugler, jetzt wo ich meinen Schwerpunkt ja gewählt habe. Verpflichtend. Ja, ich nehme an, ich könnte noch ändern, wenn ich hingehe und sage, ich würde gerne den Studiengang wechseln. Aber ja. Hab schon Bock, endlich mal Shader Shit zu lernen und so. Ohne Amplify. Ja, den habe ich auch ohne Amplify geändert. Ich weiß auch nicht, was du mir sagen wolltest mit, ja, da gibt es eh neue Versionen und wollte ich nochmal. Nein, oder so. Ja, deren Version, der hat sich einiges verändert.
Ja, aber es ist doch nur ein Emission Puls Ding. Ja, ich weiß, aber es ist voll komisch. Das war irgendwie richtig anders. Ich habe doch schon mal so ein Puls Ding gemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich das genommen. Ja, die Amplify Sachen rausgeworfen. Ich habe anstatt schwarz so zu nehmen, habe ich Lido genommen als Base Color praktisch. Eigentlich habe ich das auch als Property gesetzt. Was ist das? Ja. Und ja. Hab dann halt eine Zeitkomponente hinzugefügt, die man da einstellen kann. Schnell zu. Die war doch schon drin? Nein. Ja, doch sicher. Du konntest einstellen, wie weit es fliegt in der Emission. Nicht wie schnell es geht. Hast du die Zeit verändern? Hast du, ich dachte, du meinst die Zeitkomponente selbst, die war ja vorhanden. Das hätte ja nie blinken können. Ja. Meiner hat ja auch schon geblinkt. Ja, natürlich hat er geblinkt. Aber jetzt kann man einstellen, in welchem Intervall er blinken soll. Achso. Das ist jetzt keine Magie. Prost. Zum Wohl. Wird immer heller. Ja, draußen auch. Gut. Soll ich auf den Chat gucken? Ist auch nicht viel passiert. Also für die Uhrzeit schon. Aber. Ja, das dachte ich, soll ich sagen. Nicht allzu toll wird. So, noch eine in der Boxengasse. Und das ist der C60. Oh! Das tut mir furchtbar leid. Hey, so geht der One. Wieso wechselt die ständig? Der sieht doch immer blau aus, wenn er ein Stück weit weg ist. Langweilig ist, kannst du ja den Durchschnitt noch mal per Hand ausrechnen, ob der stimmt. Die Sache mit dem Minimum hat mich jetzt skeptisch gemacht. Oh, man kann Wolken erkennen. Weiter bei 100. Ah, gut gerettet.
Da dachte ich erst, du hebst jetzt ab. Ja, ich bin ja auch gehoben. Ein bisschen zumindest, ja. Ich hätte es mir gestern sehen müssen. Ja, Seite abgehoben. Oh, davon ist morgen Rückzeit hin. Wir fahren jetzt aktuell mit vollem Flügel. Mhm. Und mit Standardflügel gehst du da schon ordentlich weg. Das wäre auch mal ein Erlebnis. Ja, auf Flughafen hoch. Das war immer spannend. Wahrscheinlich sagen wir mal. Einzutragen ist die Position. Die ändert sich ja so viel. Du musst doch so oft Takt sein. Mhm. Kommst du fast gar nicht mehr mit. Das ist 13,5 Stunden. Wir haben gerade mal 4,5 Minuten Vorsprung. Ich komme vom Gras nicht runter. Fast 9 Minuten. Wie viele Stint ist denn das? Aktuell der dritte. Okay. Übrigens letzte Runde, ne? Ha? Also Box. Oder ein Stück Pizza. Nein, nehme ich die Box. Die Box mit der Pizza? Nein, nur die Box. Die Box mit dem Sprit. Na dann. Soll ich noch machen, Rufo? Ja, gerne. Ich meine, aktuell ist das bei dir eh noch belegt. Ich denke nicht, dass ich noch schlafen könnte. Ich bin gerade wieder wach. Hat Box haben wir gesagt. Mhm. Oh, 77 Liter. Wie konnte das passieren?
17 machst du? Ja. Alles klar. Wieder weich. Willst du deinen Durchschnitt wissen? Jo, sag mal. Vom letzten Stint 8 Minuten 6. Ziemlich gut. Ja, das ist gut. So, mein letzter Beste, oder? Ich glaube, der andere war 8,7. Von deinem? Ja, das war der letzte. Der letzte. Der Regulus hatte eine 8,7, also ziemlich tief. Es gab noch. Ja, du hattest auch eine 8,7, naja. Cool. PB. Und drauf du auch einen Abbieger. Und ich glaube, einen tieferen hatten wir bisher nicht. Ja, doch, du hast den 8,5. Allerersten, ne? Ich hoffe, sie sind noch nach 8,5 gefahren. Oh, du hast recht. Da steht auch neben drauf du aggressiv. Wir dürfen raten, wer es wieder in die falsche Zeile eingetragen hat. Kannst du formatieren, du bist doch gerade vor dem Bahn. Oh, shit. Tja. Teils schreiben wir es in die richtigen, teils aber auch nicht. Teils sind bemüht. Runde 101. Zum Vergleich, beim letzten haben wir 169 Runden gemacht. Ja, das ist noch Regen. Aber du könntest mal nachgucken. Wann es regnet? Sagt er. Du könntest mal nachgucken. Min. Ja. Rechne den Durchschnitt nur mal per Hand nach. Bei verschiedenen Dingen. Vielleicht hat es bei mir durch Zufall gepasst. Das, ey, aber du kannst nicht erzählen, dass die falsche ist. Das ist doch logisch im Kopf. Das ist doch ungefähr, was diese richtigen sind. Ja. Aber vielleicht ist es einfach nur ungefähr. Es kann doch nicht sein, dass der nicht die Summe rechnen kann, wenn er den Durchschnitt bilden kann. Durchschnitt ist doch nichts anderes als Summe geteilt durch Anzahl. Wieso kann er dann nicht in Summe bilden? Summe. Ich mach jetzt einfach mal. Da kann er's! Aber ich hab dir jetzt auch ein Shift ausgewählt, ne? Also, warte. Oh, ich hab's irgendwie entspannt. Okay, mach mal zurück. Vielleicht müssen wir nochmal hingehen. Also, das ist so ein. Währenddessen genießen wir den wunderschönen Sonnenaufgang auf der Nordschleife. Das hab ich schon in der Formatierung richtig gemacht. Oder auch nicht. Das müsste die gleiche Formatierung sein, die wir bei dem anderen auch. Da ist er wieder. So, ich geh da hin. Ja, das sieht echt hübsch aus. Schau mal auf. Bist du bereit? Bam! Aber uns auch geht's, du hast es gesehen. Also ja. Das ist auch der Mittel, der Trick. Natürlich habe ich gesehen, dass es bei uns geht, aber ich würde gerne wissen, wie weit wir da nach. Ja, wir pacen das eine nach hier. Ne, die sind im anderen Format. In dem 3-0. Das andere hat er das mit 1-0. Oh mein Gott. Ich hab's gerade nicht erklärt. Das könnte es alles erklären. Okay. Gleich. So.
Was ist denn da? Das verarschen ist so hart. Hier fix ich. Moment, was ist denn dieses Zelle bombardiert? Das ist ja gar nicht so. Ich glaube, dann nimmt er die Zielformatierung anhand der Ursprungsdaten. Weißt du, wer hat eine Datenbank machen sollen? Aber ich muss jetzt auch gucken. Ja, weil das, weißt du, da hätte man nicht mal eine Datenbank von gebraucht. Ja, das hätte man einfach objektorientiert machen können. So. Für jede Runde erstellen wir einfach ein scheiß Rundenobjekt. Fertig. Ne, packen wir eine Collection rein. Oder ein Dictionary. Mit, da haben wir schon. Ja, da haben wir schon. Nichts einfach, was ist das? Oh, verdammt. Ja, go ahead. Wow! Schreib mal auf, fliegende Jaguar. Einen Moment. Was ist mit dem Jaguar? Fliegend. Fliege, oh. Fliegende Jaguar. Auch ein netter. Nur zu beschreiben. Das hat mir Zeit geklaut. Das Sack. Ich entschuldige mich, dass ich das übersteuere. Ich selbst wenn du rüber kopierst, nein, den anderen, das geht nicht. Unter der 9, aber ganz klar. Zitat: Handywechsel ist bei Threema immer schwierig. 9 von 10 Leuten schaffen es nicht, ihre ID mitzunehmen. Was? ID-Backup machen? Egal, ist das schön. Passwort vergeben? Passwort in die Daten? Andererseits, Pascal hat es auch 1000 Mal hingekriegt, dass sein scheiß iPhone kaputt gegangen ist. Und dann doch, ich habe eine neue ID. Ab und an kann man mal Backup drücken. Wenn ich den ganzen Millimeterschuss mitnehme, dauert das auch gar nicht lange.
Ich komme zur Rettung, um eine beliebige Taste zu machen. Ich den ausschalte. Ach, sorry, Blitz. Ich hoffe, das klappt rum. Ich habe Angst, du drängst mich ab. Ich hab nochmal auf dem Bildschirm gerückt, weil er wieder meinte, oh, voll Frühlotte. Dann möchte ich ja auch sein. Komm nochmal rein, vielleicht fällt sie rein. Ach. Also ich kann nicht drauf, ob ich gut in der Zeit liege oder nicht. Müsste eigentlich, ich meine, du bist hier noch unter 4. Das ist, also jetzt über 4, aber gerade, als du im Uber rein bist. Da ist in der Regel eigentlich gut, wenn er an der 4 ist. Dann paralysiere ich's. War ja klar. Ah, mit der Fasse. Wie das passiert. Kann ich mir vorstellen. So muss jetzt die Frage. Geil, ob es eine gute Runde wird? Ich sag um die 8. Glatt rum. Ich glaube, ich bin verrückt. Oh, ich bin nicht wirklich erfahren, aber ich sehe. So kann ich das schlecht beurteilen. Der Auto war auch schon nicht so prickelt. Doch runtergeschaltet.
Ja, unter 8 Fuß. Das ist nur unter 8. Top, top. Da hätte eine 7,48 werden können. Ohne das eine, den einen ja. Ausrutscher da. Ja. Aber ist auch nicht so schlecht. Mein Gott. Weil die Uhrzeit bedenkt. Ja. Kein Problem. Easy.